Hey Leute, hier sind wieder Benni und Larissa vom Aquaporisten-Kanal Hallöchen. und wir hatten es schon lange angekündigt. Dieses wunderhübsche Becken wird jetzt ein bisschen verändert, aber vorher müssen wir natürlich noch sagen, wie es denn so ausgegangen ist, denn das hat ja eigentlich einen Grund, warum das die ganze Zeit so komisch aussieht, weil wir vor... Nicht nur unsere Faulheit. Nein. Wobei Nein. das natürlich ein Grund für dieses Experiment in Anführungszeichen war, denn vor mittlerweile über einem halben Jahr haben wir das Becken oder ich das Becken so umgebaut. Dekoriert. Umdekoriert, wo ich teilweise schon etwas Spott in den Kommentaren bekommen habe, nach dem Motto, ein schönes Becken, wir schmeißen Laub rein und es sieht nicht mehr schön aus. Aber es hat sein Ziel, also seinen Sinn erfüllt, denn ich hatte ja vor, dieses Becken hier nicht zu füttern. Hast du es gefüttert, heimlich? Nein. Gut. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein halbes Blatt, was hier irgendwo rumlag, reingeworfen. Aha, jetzt kommt's raus. Aber also das Ziel war natürlich, das Laub... Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe es da vorne hingelegt. Sehr gut. Das Laub als Langzeitfutter zu nutzen. Und genau deswegen ist es jetzt auch Zeit, das Experiment abzubrechen. Denn wir sehen, das Laub wurde jetzt mittlerweile so gut zersetzt, dass nur noch die Blattrippen übrig sind. Normalerweise könnte man jetzt den Mulm... Das sieht so aus wie so Nadeln, ne? Genau. Jetzt könnte man den Mulm absaugen und neues Laub reintun. Dann wird es halt wieder so aussehen wie vor einem halben Jahr. Und man könnte das Ganze von vorne starten. Aber das machen wir ja nicht, weil wir wollen hier mal ein bisschen was anderes zeigen. Zwischenzeitlich ist das Nixkraut ganz gut gewachsen. Das hatte ich ja nur hier hinten in die Ecke gedrängt. Ist hier einmal ganz rumgewachsen. Dann haben wir eine Portion rausgenommen. Dann hast du ein bisschen was rausgenommen. Ja, und dann hat sich das auch, obwohl nicht nur ich glaube, du hattest auch noch mal was rausgenommen. Ja, ich hatte auch schon mal teilweise das auch nach hinten gedrückt, weil das immer so nach vorne gewachsen ist. Ja, hat sich das alles hier klein gefusselt und hier unten teilweise, hattest du ja schon mal gesagt, verwurzelt. Und jetzt ist halt das irgendwie das Nixkraut überall. Genau. Außerdem ist das, die letzten Reste vom Java-Farn wurden von den Yoda-Schnecken aufgefressen. Und da drin waren ja noch so ganz kleine Fitzel Moos. Die haben jetzt hier oben so einen riesen Moosball an der Oberfläche produziert. Ja, die schwimmen irgendwo oben, ne? Ja, die Yoda-Schnecken. Nein, dieser Moosklumpen da schwimmt. Ja, der Moosklumpen hat ganz viele Sauerstoffblasen drin. Also der macht ordentlich Photosynthese. Ja. Und deswegen treibt er sich unter der Lampe. Treibt er sich selbst auf. Ja, genau. Ist auch unter die Lampe geschwommen. Ja. Genau. Ansonsten war ja das Ziel, die Yoda-Schnecken daran zu hindern, so schnell zu wachsen und sich wie verrückt zu vermehren. Das hat geklappt. Das hat gut funktioniert. Also die Yoda-Schnecken sind natürlich gewachsen in sehr langsamer Geschwindigkeit. Ja. Aber die haben jetzt durchaus die Größe, dass man sie jetzt abgeben könnte, sage ich mal. Also die sind jetzt kurz vor der Geschlechtsreife und man sieht, die sind ganz langsam und entspannt gewachsen, sehen gut aus. War jetzt kein Problem für die, sich von Laub zu ernähren. Ja. Außerdem sind da noch ein paar von den restlichen Rennschnecken drin. Ja, hier sind drei Stück auf meiner Seite. Eben hatte ich noch eine vierte gesehen. Ja, hier ist noch eine. Ne? Vier Stück für so ein kleines Becken. Ja. Also für Schnecken, und man hätte jetzt genauso gut Garnelen reintun können, das werden wir dann beim nächsten Mal machen, ist das eigentlich optimal, wenn man mal längere Zeit weg ist, eine Menge Laub rein, natürlich nicht übertreiben, wenn man zu viel drin hat, dann kann es natürlich auch zu einer organischen Belastung des Wassers kommen, das ist auch wieder nicht so gut. Aber ich sag mal, mit Maß, also... Zu viel heißt randvoll oder halbvoll. Darunter ist eigentlich das meiste okay, sagen wir es mal so. Dann vielleicht ab und zu mal, ich meine, wie oft haben wir hier Wasserwechsel gemacht? Alle Wasserwechsel haben wir gar nicht gemacht. Doch, ich habe das mal gemacht. Ja, also ich habe immer nur hier, wenn ich am Gießen war, einmal die Woche, also nicht jedes Mal, war ja nicht jedes Mal nötig, aber wenn ich gegossen habe, alle zwei, drei Wochen dann, wenn es mir auffiel, so wie hier jetzt, hätte ich es auch wieder. Ich wollte es heute Morgen schon voll machen, bis mir dann einfiel. Nein, wir wollten das Becken noch neu machen, dann brauche ich das ja nicht. Dann weißt du bestimmt auch, warum man Becken nicht auffüllt. Warum? Weil das dann immer härter wird. Weil das, was verdunstet, ist ja quasi Osmosewasser, oder? Ja. Ja, destilliertes Wasser verdunstet. Ach so, und der Kalk bleibt hier dran. Und wenn die ganzen Härtebildner bleiben drin. Ja. Bleibt das. Deswegen ist es wichtig, dass man ab und zu mal Wasser ablässt. Wasserwechsel macht, genau. Neues Wasser. Okay, gut, dass du das dann gemacht hast. Ich fülle Becken immer nur auf. Mache ich aber unten auch. Ja, weil das ans Wasserwechselsystem angeschlossen ist. Nein, unten die Becken, die nicht daran angeschlossen sind, dieses Eingangsbecken und sowas, nee, das fülle nee, ich auch nee. Immer nur auf. Weil da immer voll viel draus jetzt gerade im Sommer, wenn es so warm ist, verdunstet. Ja, die anderen habe ich auch ab und zu mal mit Regenwasser aufgefüllt. Da also ist ja nichts drin. Ich wollte gerade sagen, mit Regenwasser auffüllen. Mit Regenwasser sollten wir aber nicht mehr so viel auffüllen. Weil das ist aber ein so anderes viel Thema. Regen da ist. Weiter geht's hier. Da sind ja noch zwei kleine Kardinalfische während des im laufenden Experiment, glaube ich, eingezogen. Die sind mittlerweile auch so groß, dass sie von keinem mehr gefressen werden. Also es geht hier um den vietnamesischen Kardinalfisch, da hatten auch einige mal nachgefragt. Ich glaube, da sind jetzt wieder ein paar im Shop drin. Also aber jetzt schaut mal nach. Hab ich gerade neu hergestellt. Ja, guck mal an. Müsste sogar noch neu dran stehen. Genau, die haben sich ja fleißig vermehrt und als ich die mal aus einem Becken ins andere getan hat, waren da zwei so ganz winzig kleine übrig geblieben. Die schwimmen jetzt munter hier rum. Die hast du auch nicht gefüttert?
Die habe ich auch nicht gefüttert. Und weißt du auch warum? Da sind doch irgendwelche kleinen komischen Viecher drin. Genau, da sind kleine Würmchen. Kleine komische Würmchen drin. Also da hat auch irgendwer schon mal nachgefragt bei irgendeinem Update-Video. Was sind das für kleine Würmchen? Das weiß ich nicht mehr, wie das bei dem Update-Video war. Aber es ist natürlich so, dass hier eine ganze Menge Beckenbiologie drin ist. Das heißt, da sind Hüpferlinge drin. Da sind verschiedene kleine Würmchen drin. Wir hatten irgendwo mal Oligocheten drin. Sowas ähnliches, ob das jetzt genau der Dero digitata ist, ja eigentlich ganz bekannt als kleines Wurmfutter. Sowas in der Art wird das sein. Das tut keinem was. Garnelen fressen das sogar auch. Da kriegen wir auch öfter mal ein Bild geschickt, was schwimmt hier rum. Kann auch sein, dass es bei uns mal im Moos drin irgendwo gewesen ist, weil ich meine, wir hätten damit mal irgendwann gefüttert und es hat sich quasi verselbstständigt. Es wächst im Becken auf. Die Garnelen fressen das teilweise, aber halt vernichten das nicht komplett, diese kleinen Tiere. Wenn jetzt natürlich da mehrere Fische drin sind, dann ist es relativ schnell vorbei. Wenn man da so ein paar Guppies reinsetzt, also unten in den Guppibecken, da wirst du keine davon finden. Aber hier zwei so winzig kleine Fischchen konnten sich entsprechend in dem Becken hier. Genau. Da habe ich auch mal drauf geachtet. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, er hat die hier ein halbes Jahr hungern lassen. Nee, ich habe natürlich darauf geachtet, dass die schön wachsen und die Bäuche voll haben. Also man kann das auch jetzt sehen, dass die einen ganz runden Bauch haben. Heißt, denen geht's gut, die haben gefressen. Was auch immer, irgendwelche Kleinstlebewesen, die ich da nun mal nicht reingesetzt habe, die sich da selbst angesiedelt haben. Ja. Jetzt sind sie aber auch groß genug, wie gesagt, so ein bisschen über einen Zentimeter auf jeden Fall, dass ich zu den anderen können. Keine Sorge, die genau werden jetzt sicherlich nicht verkauft, weil die müssen ja noch weiter wachsen. Also so kleine würde ich jetzt nicht verschicken. Aber hier soll natürlich auch nicht dauerhaft irgendwie Fischbesatz drin sein. Das ganze Becken wird jetzt neu gemacht. Ja, da kann ich jetzt endlich diese kleine komische, diese rote Halterung hier unten, die muss ich euch gleich mal aufnehmen, die mich die ganze Zeit, immer wenn ich hier stehe und Videos mache, nervt. Von dieser Beckenrandhalterung, da hatten wir doch eine Zeit lang auch mal rote. Ja, das stimmt. Ja. Die jetzt hier auch immer noch so schön rot leuchten. Die kann ich dann endlich mal da rausnehmen. Ja. Also ich würde erstmal vorschlagen, dass wir alles hier rausnehmen, was hier drin ist. Ja. Unter anderem die ganzen Schnecken, alles, was irgendwie noch lebt. Und dann das Ganze absaugen. Weiß nicht, die Steine könnte man theoretisch drin lassen, aber dann kommst du an deinen Halter nicht ran. Nee, und dann kann ich das den Boden auch gar nicht absaugen. Also die können wir nachher gerne wieder reintun, die Steine, aber erstmal müssen sie raus. Gut, dann machen wir das. Ja. Und entweder seht ihr das jetzt hier in Zeitraffer oder wir teilen das mal ein bisschen auf. Wahrscheinlich habt ihr es schon in einigen Videos gesehen, die zwischenzeitlich online gegangen sind. Es sind jetzt 2,5 Wochen mittlerweile rum. Wir haben uns dazu entschieden, hier mit Korallenmoos zu arbeiten. Die Wurzeln, die vorher drin waren, haben wir wiederverwendet, die Steine ganz genauso. Und hier hinten in den Hintergrund ist noch eine Kryptokorine eingezogen. Ja, im Topf. Ich glaube, von vorne sieht man das nicht. War zumindest in der Sache. Aber ja, da ist eigentlich so ein bisschen, die soll hier
auf dieser Seite, wenn man das hier so sieht, ein bisschen die Blätter hochmachen, ein bisschen dicht machen, dass im Hintergrund eben ein bisschen Tiefe entsteht. Wie gesagt, ich bin kein großartiger Aquascaper. Es ist eher wieder Experiment Design, zu gucken, wie sich diese Korallenmoos-Patches entwickeln. Ich gehe davon aus, dass die eben sich so ein bisschen ausbreiten und dann an den Rändern ausfransen, was dazu führen wird, und das sieht man hier teilweise auch schon, hier unten seht ihr vielleicht so einen leichten grünlichen Schimmer, und dass sich wahrscheinlich neue Moospolster auf dem Boden bilden werden. Deswegen haben wir da jetzt auch nichts hingelegt. Ich bin mal gespannt. Ihr könnt das Ganze dann quasi hier live mitverfolgen, wenn ihr regelmäßig bei den Videos dranbleibt. Jetzt kommen natürlich noch diese Napfschnecken, also Stahlhelmschnecken, die wir hier vorher ausquartiert haben, wieder rein. So. Eventuell drehe ich die noch um. Manche, die, also ich kann das jetzt mal ein paar Minuten beobachten. Manchmal sind die zu blöd, wenn die jetzt auf dem Rücken liegen, so wie hier, sich selbst wieder umzudrehen. Gut, kommt vor. Normalerweise sollte das eine gesunde Schnecke schaffen. Manchmal machen die es einfach nicht, warum auch immer. Ich werde sie wahrscheinlich nachher nochmal umdrehen, falls sie es nicht von selbst machen. Und ihr seht hier wahrscheinlich auch schon weitere neue Bewohner. Ich habe ja gesagt, ein neues Experimentalbecken. Und zwar haben wir hier noch einen kleinen Wasserwechsel gemacht. Es ist jetzt ungefähr ein Drittel Osmose, zwei Drittel Leitungswasser von uns. Und wir haben, oder ich habe, Bienengarnelen eingesetzt. Die habe ich von einer, ich würde mal sagen, fleißigeren Zuseherin des Kanals hier bekommen. Und ich denke, das wird sie freuen, dass sie jetzt hier an prominenter Stelle eingesetzt wurden. Ich dachte, das ist ein ganz übersichtliches Becken, dass ich das nochmal testen kann. Die werden jetzt also ganz langsam, diese werden einfach so bleiben. Das ist jetzt, ich hatte vorher den Leitwert gemessen und der ist jetzt hier minimal höher als in dem Ausgangswasser, in dem ich die bekommen habe. Das heißt, 20 Mikrosiemens härter als das Ausgangswasser. Die sollen sich jetzt hier erstmal drin vermehren und dann, sobald da die Babys da sind und ich sehe, es funktioniert, werde ich ganz langsam das ein bisschen härter machen. Es kamen immer mal wieder Kommentare, wie sieht es denn aus mit Caridina, insbesondere den Bienengarnelen, in hartem Wasser. Da war ich skeptisch. Stefan hat da schon einige Experimente mitgemacht. Ich glaube, da gibt es auch ein paar hier irgendwo auf dem Kanal Videos zu. Was nicht so gut geklappt hat. Gut, jetzt kann ich selbst auch nochmal ausprobieren. Ich bin aber nochmal so ein bisschen motiviert worden, mit einigen Leuten gesprochen. Und sowohl hier aus der Region gibt es einige Leute, die sagen, ja, das sollte eigentlich funktionieren. Ich habe selbst schon die und jene, also immer irgendwelche speziellen Zuchtformen. In dem Fall war das jetzt hier die Wine Red von jemandem, der hier ganz in der Nähe sagt, ja, die funktionieren doch auf Leitungswasser, das sollte funktionieren, probier einfach mal. Und dann war da noch jemand aus dem Raum Hannover, der also auch mit exorbitanten Leitwerten teilweise Bienengarnelen gezüchtet hat. So, und genau das ist der Punkt, dass die überleben, überhaupt keine Frage, also auch Bienengarnelen überleben relativ hartes Wasser bei entsprechender Gewöhnung. Aber das Vermehren ist immer der Knackpunkt und da bin ich jetzt hier eigentlich ganz froh. Ich hatte erst schon überlegt, was sollte ich hier reinsetzen. Wenn man hier irgendwelche dunklen Garnelen sieht, die reinpackt, dann sieht man die auf dem Video sowieso nicht. Ich hatte an Yellow Neons gedacht, die würden dann wahrscheinlich hier schön leuchten. Da hatte ich aber schon mal gesagt, dass die relativ zickig sind und aktuell sind die eher so in der sinkenden Phase bei mir. Das heißt, muss ich mal gucken, dass ich davon irgendwann mal wieder richtig viele habe. Und dann hat sich es eben so ergeben, dass jetzt diese Bienengarnelen hier bei mir zur Tür hereinkamen. Ich dachte, gut, das bietet sich ja an. Die haben schönes Rot, schönes Weiß. Da sieht man ein bisschen Kontrast. Vielleicht ab und zu mal eine Garnele hier vorbeiflitzen. Wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht. Aber jo, jetzt seht ihr hier das Ergebnis. Das Becken steht dort wieder. Stand dort die ganze Zeit. Ich habe aber zwischenzeitlich nichts dazu gesagt. Und ja, jetzt seht ihr, wie es aussieht. Und ich denke, es wird dann immer mal wieder ein paar Updates dazu geben. Bei dem letzten quasi Nicht-Füttern-Experiment gab es, glaube ich, 2, 3 Updates in der ganzen Laufzeit. Also auch da erwartet er nicht zu viel. Da muss ja auch irgendwas passieren, dass sich das wirklich lohnt, da irgendein Video drüber zu machen. Alles klar. In dem Sinne, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon Bienengarnelen auf hartem Wasser züchtet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.